Ich bin der Flamur Schala vom Unternehmen Fokusstrategie GmbH. Ich gebe online Nachhilfe in Luzern und Umgebung, und zwar in der Mathematik. Und das mal, wenn wir die Wurzel von 13 bestimmen, also wir haben die Zahl 13. Und wir wollen herausfinden, was die Wurzel davon ist. Wir verwenden hier unser rechtwinkliges Viereck. Stimmen die Mitte, a plus b Zweitel, also da ist a die Höhe, Breite b. M ist gleich a plus b Zweitel. Und das ist jetzt in unserem Fall gleich 13. Also m gleich 13. Beziehungsweise, Achtung, a plus b. A mal b ist 13. Also a mal b ist gleich 13. Unser m, das ist dann a plus b Zweitel. Und das ist gleich r. Was ist r? Zeichnet hier einen halben Kreis mit dem Radius r. Also das ist r. Wir ziehen hier die Linie gerade auf und haben hier nachher ein rechtwinkliges Dreieck mit Hypotenuse r und Höhe c. Wir übertragen die Höhe in die Breite hin und haben hier oben ein Quadrat. Das Quadrat ist c Quadrat, das ist ebenfalls 13. Und wir wollen ja die Wurzel von 13 bestimmen. Und die Wurzel davon ist eben gerade c. C ist nämlich die Wurzel von c Quadrat. Um das zu erreichen, also um das C zu bestimmen, verwenden wir das rechtwinklige Dreieck, bei dem eben C etwas kürzer ist als R, also C ist etwas kleiner als R. Sobald wir also R berechnet haben, können wir nach C suchen. Jetzt starten wir mal mit A und B. Wir wissen, A mal B ist gleich 13. Wir wissen, 1 mal 13 ist 13. 2 mal 6,5 ist 13. Wenn wir das in die Hälfte teilen, haben wir 3,25, also 4 mal 3,25 ist auch 13. Wir rechnen jetzt m aus, weil, also wir nennen 4 und 3,25, weil die nöch beieinander sind. Wenn sie nöch beieinander sind, wenn a und b nöch beieinander liegt, dann ist auch c und r nöch beieinander. Das heisst, wir müssen weniger Wert durchrechnen, um auf die Wurzel von c Quadrat bzw. in diesem Fall 13 zu kommen. Da haben wir also a, b Zweitel und das ist 4 plus 3,25 Zweitel und das ist wiederum 7,25 Zweitel. Und das ist wiederum 3,5 plus 0,125. Das heisst, wir haben hier 3,625 als Wert für R. Wir zeichnen eine zweite Tabelle, da haben wir CI und CI im Quadrat. Das soll ungefähr 13 ergeben. Wir starten mal mit dem Wert 3,6 und sehen dann, wo wir hinkommen, da haben wir 3,6 im Quadrat. Das ist 3 plus 0,6 mal 3 plus 0,6 und das wiederum ist 9 plus 1,8 mal 2 plus 0,36. Ja, 0,6 im Quadrat, das ist 6 mal 6 über 10 mal 10 und das ist wiederum 36 Hundertstel, das heisst 0,36. Also haben wir hier 9 plus 3,6, das ist 12,6, also 3,6 plus 0,36 geht 12,96. Und damit haben wir bereits die Lösung. 12,96 ist eine sehr gute Annäherung. Wir können noch ganz kurz 3,61 ausrechnen, um zu schauen, wo wir dann sind. Dann haben wir wahrscheinlich einen sehr genauen Wert. Das ist jetzt so schnell gegangen, weil wir hier A und B sehr nahe beieinander haben. Und sonst hätten wir mehrere Werte ausprobieren müssen. Jetzt haben wir aber gerade Glück gehabt. Also rechnen wir jetzt das mal aus. Dann haben wir hier 3 mal 3 gibt 9 plus also 0,3. 3 mal 6 ist 1,8. Also 3 mal 0,6 ist 1,8. Und 3 mal 0,01 ist 0,03. Also haben wir 1,83, das mal 2 plus 61 Hundertstel im Quadrat, also 0,61 ist gleich 61 Hundertstel im Quadrat,
also oben und unten im Quadrat. Das ist dann 61 im Quadrat über 100 im Quadrat. Und das ist wiederum 61 mal 61. Hier unten haben wir 100 mal 100. Das geht unten 10.000. Und oben gibt es 61 mal 61. Und das ist wiederum 60 plus 1 mal 60 plus 1 über 10.000. Und das geht wiederum 6 mal 60 ist 360. Ein 0 noch anhängen ist 3600. 1 mal 60 ist 60. Mal 2 plus 2. Und das geht 3822. 2 mal 60 gibt 120. Das ist 3722. Jetzt haben wir 3722 geteilt durch 10.000. Das geht 0,3722. Jetzt rechnen wir das Ganze zusammen. Dann haben wir hier 9 plus 3,66 plus 0,3722 und das geht wiederum 10,66 beziehungsweise zusammengerechnet geht das 10,9. Wir sind bei 12, Achtung. Das gibt 12,66 plus 0,37 gibt 12,96, 13,0. Dann haben wir den 96 plus 7. 96 plus 7, das gibt uns 3 oben drauf. 2,2. Ich glaube, wir sind mit 13,0322 am richtigen Ort. 13,0322. Also jetzt sehen wir, da sind wir um 0,0322 über dem Ziel. Da sind wir um 0,04 unter dem Ziel. Das heisst, unsere Lösung befindet sich hier in der Mitte. Und da damit wissen wir, die Wurzel von 13 ist ungefähr 3,605. Das heisst, die Wurzel von 13 ist gleich 3,605 ungefähr. Und damit haben wir die Wurzel von 13 ebenfalls bestimmt.